Willkommen zurück hier bei Horizon Zero Dawn. Wir sind gerade bei so einer Jagdprüfung. Und wir brauchen Eismunition. Schock, Schock, Feuer, Feuer. Eisbomben? Dafür brauchen wir eine Schleuder. Hast du eine Schleuder für uns, mein Freund? Der hat eine stinknormale Schleuder. Der hat eine Katerschleuder. Der hat sogar so eine. Komm, wir haben so viel Scherben, da holen wir uns direkt die beste. Die beste Schleuder, da können wir nämlich auch ausrüsten. Direkt mal hier auf den Bogen. So, jetzt hätte ich noch gerne Eisbomben von dir. Wunderbar. Schatzkiste. Hat er nicht, ja, war schon. Achso. Eine Kiste muss geöffnet werden, um ihren Inhalt zu enthalten. Eine Kiste mit einer unbekannten Anzahl an Objekten. Scherbenkiste. Kostet, sollen wir uns die einfach mal kaufen? Kostet nur 10. Kaufen wir mal, oder? Einmal gucken, was drin ist. Einfach mal, wir haben die hier gekauft. Im Ernst? Wir haben 10 Scherben ausgegeben und 10 wiederbekommen. Wie geil ist das denn? Hey, wir haben Echohülsen. Wunderbar. Okay. Eisbomben. Ich glaube, da werden wir direkt mal herstellen. Tragfähigkeit, Bomben. Direkt upgraden, direkt hoch. Dafür brauchen wir Fischgräten. Okay, jetzt können wir schon mal Munition, Bomben. 6 Stück. Gut, so, jetzt werden wir noch die Schleuder modifizieren. Haben wir direkt was für Eis? Komm schon. Ja, direkt wunderbar. 29, das ist 29, haben wir noch mehr? 12, 13. Dass sie besser in der Hand liegt, wäre natürlich auch nicht schlecht. So, erstmal hauen wir den hier drauf. Oder? 21? Ne, hier, 2. 44. 44. So. Kann man die eigentlich stapeln? Ne. Gut. Doch, oder? Machen wir aber nicht. So, dann nehmen wir jetzt noch für... Jetzt haben wir 45 auf Schock. Haben wir noch einen höheren? Nein. Und jetzt hätte ich ja noch Feuer. Habe ich irgendwo Feuer? Hier. Aber da habe ich keine... Da habe ich nur 28er. Egal, hauen wir auch erstmal drauf. Okay. Wie funktioniert denn das? Ich brauche Eis. So, hi. Du willst immer noch eine Prüfung? Ja, eine noch. Wenn du genug Maschinen einfrierst und vernichtest, hast du schon bestanden. Ach echt? Okay, rutsch ein Seil runter und dann läuft die Zeit. Du musst ja einfach nur einfrieren? Erledige eingefrorene Maschinen. Okay. Thank you.
Lauf doch! Das wird eng. Egal. Komm schon. Der ist doch eingefroren. Ja, es zählt. Alter, eine Sekunde. Das ist nicht mal Timing. Aber ganz genau. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Ganz genau auf eine Sekunde. Heieiei. Ich weiß nicht, wenn er jetzt schon eine 30 gestanden hätte, hätte er es dann noch geschafft, oder wäre. Heieiei. So, du Blödmann. Du bist uns los. So. Eine Glutsonne. Beim ersten Versuch. Das ist erstaunlich. Jetzt können wir gehen. Wiedersehen. Ich gehe jetzt. Du kannst jederzeit wiederkommen. Aber bitte tu's nicht. Hey, ich war... Okay, ich war ganz kurz überrascht. Aber gut. Na schön. Stufe 36 erreicht. Wir haben 3 Fähigkeitenpunkte. Mächtige und Elite-Gegner lautlos töten. Erhöht die maximale Dauer von Konzentration. Ach guck mal, das haben wir noch gar nicht. Stimmt, das könnten wir auch mal machen. Gut, dann lassen wir da erstmal die 2. Dann machen wir jetzt den hier. Das muss ich mal ausprobieren. Warte mal. So, okay. Da können wir auch schon mal wieder ein bisschen von herstellen. Herstellen. So. Das heißt, wenn ich jetzt... Wenn ich mich bei diesen Prüfungen beweisen will, sollte ich es fair und ehrlich tun. Ja, schon klar. Quest. So. Stufe 20. Ja, Waffen der Loge bin ich ja gerade bei. Aber... Hier, 15. Auf alte Freundschaft. Allerdings ist das sehr weit weg, oder? Das... Oh, ist mir mal... Ja, das ist da hinten. Begib dich zur Brücke. Okay. Warte mal gucken, ob wir... Haben wir irgendeine Quest in der Nähe, die... Oh, schaut mal, Tutorials können wir... Eieiei. Feuere mit Schockpfeilen auf Energiezellen. Gut, und das sind die Schleudern. Na gut, dann müssen wir irgendwann mal machen. Habe ich jetzt ja keine Lust zu. Das sind die Jagdgebiete hier. Hier haben wir gerade nichts. Ist auch nicht näher, aber irgendwas in der Nähe hier? Oh, nicht wirklich. Ne, ist alles weit weg. Dann gehen wir jetzt zur Brücke. Ist alles ziemlich weit weg. Dann, ja, dann machen wir mal einen kleinen Spaziergang. So, ich wollte ja, wenn ich jetzt R drücke. Jo. Ja, jetzt hat sie direkt 2 Pfeile. Sag mal, jetzt können wir 2 Pfeile auf einmal schießen. Hm. Jo, das ist halt jetzt erstmal ein Fußmarsch angesagt. Kleine zähe Pflanze, du wirst mir sicher helfen. Schauen wir mal, was uns unterwegs alles so vor dem Bogen läuft. Was will der denn? Gut so. Zwei Pfeile ist ja echt
Oh, schaut mal, alte Windräder. Jetzt jagen sie mich. Sägezahn. Sägezahn? Nee. Ah, hier Sägezähne, das können wir machen. Mit. Oh, dann rüsten wir mal kurz hier Feuer aus. Ja, gefällt dir nicht, hä? Oh oh, ich glaube, er ist sauer. Gut, er brennt nicht mehr, also wieder hin und direkt wieder verbrennen. Hallo, bin wieder da. Toll, ich bin mein eigenes Feuer gerannt. Ha, das klappt ja wirklich, dass wir den mehrmals verbrennen. Ich glaube, ein drittes Mal schaffen wir nicht, oder? Ah, vielleicht doch. Wenn ich gut ziele, zweimal. Ja, wunderbar. So hatte ich mir das vorgestellt. Herrlich. Schön, wenn Sachen mal funktionieren. So. Langbein und Pirscher und Feuerbullrücken und Steinbrecher. Okay. Die nee, was war denn das jetzt? Genau, die hier. Weiter geht's. Oh, wunderbar. Das hat doch ganz gut funktioniert. Ich höre irgendwas. Oh! What? Ein Donnerkiefer. Vom Donnerkiefer stand hier aber nichts, oder? Doch. Mit Schockfallen auf Donnerkiefer. Feuere mit Schockfallen auf Energiezellen. Mit Schockfallen. Gut, da muss ich den Bogen erstmal wieder ausrüsten. Was? Das war der hier, ne? Ja. Gut, du gehst mal dahin. Auf Energiezellen. Ach du Scheiße. Was ist denn bei dir jetzt eine Energiezelle? Ohne Munition bringt. Okay. Was ist eine Energiezelle? Wahrscheinlich da was unten am Bauch, oder? Die suchen mich. Oh Mensch, ich muss die. Ha! Bevor ich jetzt irgendeinen Quatsch mache. Quest Tutorials. Schockfall, genau. Junge, wo sind deine Energie? Was ist bei. Mann.
Das auch? Hä? Das ist doch schon wieder scheiße. Was soll denn... Wo sollen denn deine Energiezellen sein? Ist alles abgeschossen, was hier irgendwie leuchtet? Auch nicht. Hä? Durch den Stein, ist klar. Ist klar. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Wo sollen denn seine Energiezellen sein? Alle Schwachpunkte mit dem Pfeil abgeschossen und nichts zählt. Mann. Nein. Sag jetzt bitte nicht, dass wir die... Sag bitte nicht, dass... Okay. Die Quests bleiben also, Gott sei Dank. Ist da was? Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber ich möchte erstmal die richtige Quest wieder. Oh. Wir kürzen jetzt ab. Damit wir jetzt ein bisschen was geschafft kriegen hier. Kann ja nicht sein. Aber wobei denn die Energiezellen sind, das muss ich erstmal noch irgendwie rauskriegen. Das, ja, weiß ich nicht. Du nimmst weniger Seile zum Festbinden von Maschinen, wenn du eine teure Variante... Ah ja. Och ne, junge Mann. Was willst du denn jetzt? Könnt ihr ja gerne jagen, ich nicht. Da mache ich jetzt nicht mit. Das müssen Osaram sein. Man kann es diesem Ort ansehen. Ich höre noch richtig? Jo, oh, hier gibt es auch eine Quest. Und hier ist ein Feuer, wo denn? Wo ist es? Da. Okay, ich würde sagen, da oben. Ach, hier ist eine Treppe. Endlich mal ein nettes Gesicht. Ja, hi. So, so. Ich wusste, Frauen sind derweils Verhängnis. Und er hat es verdient. Meine Schwielen sind älter als du. Ich habe Schwielen genug, wenn du mich testen willst. Hitzkopf. Ich glaube es, Flammenhaar. Petra Schmiedin. Aloy. Maschinenjägerin. Maschinenjägerin, ja? Ich kann dich vielleicht brauchen. Es ist so, man will uns aus unserem Revier verdrängen. Darum habe ich gerade diese Schrottschleuder in Arbeit. Unser Problemlöser. Du bist also Schmiedin? Du führst die Schmiede und die Stadt? Die Stadt ist die Schmiede.
Und alle arbeiten kräftig mit. So ist es richtig, ohne Präfekten, die sich ständig einmischen. Jo. Wären wir im Anrecht im Osseram-Land? 3 Tage Diskussion, immer wenn man einen Nagel einschlagen will. Klingt frustrierend. Ist es. Doch wir diskutieren gern. Man braucht heiße Luft, damit das Feuer brennt. Aber Traditionen werden nicht diskutiert. Dort wäre ich Petra Schmiedgattin. Wie findest du das? Das passt nicht zu dir. Gute Antwort. Darum ging ich weg. Ich war damals noch biegsamer Stahl. Ich konnte alles aus mir machen, bis ich mich abkühlte. Naja. Du gingst also weg. Und wohin? Zuerst nach Meridian, wie alle anderen. Ich arbeitete mit am großen Aufzug. Wir waren gerade fertig, als der König durchdrehte. Also schwor ich, einen Platz für alle zu finden, die mir folgen wollten. Wir schlugen uns durch bis zum Kriegsende. Dann fanden wir dieses alte Osseram-Lager. Lang verlassen, Haufen von Metall. Ein Ort für den Neuanfang, den ich prägen konnte. Ha! In deinem Alter dachte ich, dass der härteste Schlag am besten prägt. Ich nehme an, das Alter macht dich weiser. Sag ich nicht. Sehr schön. Was ist das hier, Petra? Die Freihalde. Frei, weil wir nur uns selbst verpflichtet sind, dem Metall und den Staubstürmen. Und die Halde ist dort. Ein Schrottplatz, die Osseram sammelten hier. Nutzloses von den Alten. Atme ein. Nimm den Geruch auf. Rauch und Schweiß. Ein Leben im Wald betäubt die Sinne. Ich kann allein 5 Metalle schmecken. Dieser ganze Schrott ist also von den Alten. War es ein Schlachtfeld? Ein Vorrat vielleicht. Oder eine Müllhalde. So dicht gepackt, dass alles verschmolz. Sie warfen mehr weg, als wir je kennen werden. Aha. Bist du nicht neugierig? Willst du nicht wissen, was das hier war? Na, manche stöbern hier ihr Leben lang, um es herauszufinden. Ich nicht. Für mich gibt es hier vor allem viel zu schmelzen. Ja, man muss den Wald nicht verstehen, um Holz für Pfeile zu bekommen. Dann wüsstest du aber, dass Reinholz am besten ist. Vorsicht, verbrenn dir bloß nicht die Zunge. Oh. Ich denke nicht an die Alten. Sie hatten ihre Zeit. Ihre Arbeit ist beendet. Ihre Erfindungen sind tief vergraben, Rost auf Knochen. Meine Schwestern und Brüder werden eine neue Welt schmieden. Die Waffe, die du da hast, so etwas habe ich noch nie gesehen. Eigenbau? Sieht man meine Handschrift? Ihre Mutter war einst beim Kampf um Meridian dabei. Bei solchen Schlachten hilft keine Strategie. Man braucht pure Feuerkraft und zermalmt so die Armee des verrückten Sonnenkönigs. Was guckst du so? Waffen mit solcher Kraft. Es ist nicht die Waffe, Flammenhaar, es ist der Schütze. Hätten sie den großen Aufzug belagert, wäre ich da gewesen. Sehr gute Arbeit. Steckt voller Geschichten. Ich kann sie dir mal erzählen, wenn du willst. Das Vieh hat noch keine Geschichte. Zu schwer zum Tragen, frisst Metall wie ein Schnappmaul. Du sagst, man will euch aus dem Revier verdrängen. Aus unserer Halde. Ein paar Plünderer kamen zum Schnüffeln, gerade als wir gute Waffenteile gefunden hatten. Und bei der Gießerei hat sich eine Banditenbande breit gemacht. Sie sperrten uns aus und sitzen auf den Energiezellen. Sie mögen alles, was glänzt. Tja, wir brauchen die Teile und Zellen für unsere Verteidigung. Ein kleiner Job. Schnell und sauber. Etwas Schmutz macht mir nichts aus. Du bist ja wirklich schnell zu entfachen. Okay. Oh, 17. Ja, komm, dann machen wir das beim nächsten Mal. Heute war es das aber erstmal. Hier war doch irgendwo ein Feuer. Ja. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir hier weitermachen. Erstmal bis dahin und ciao.